Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Das Wetter ist so gut heute. Sieg. Der Rasen hat einen unwahrscheinlichen Wachstumsschub letzte Woche gehabt. Heute haben wir Dienstag, den, weiß ich nicht, wie üblich, 23. irgendwie sowas, 24. keine Ahnung. Der Rasen ist richtig rausgeschossen die letzten Tage. Es hat gestern und auch heute Nacht wieder schön geregnet. Ist noch ein bisschen feucht, aber ich muss leider heute Morgen mähen. Das feuchte Gras mähen, was nicht optimal ist. Aber wir sind heute den ganzen Tag nicht da und ich will nicht noch einen Tag länger warten. Gestern haben wir nämlich Schwenk. Ba-ba-ba-ba. Gestern haben wir hier unsere Terrasse gemacht. Sie ist fast fertig. Ich muss vorne noch die Kante abschneiden. Ganzen Tag mit meiner Frau wie die Verrückten. Hier 65 Bretter verarbeitet. Endlich eine neue Terrasse. Ihr habt ja immer gesagt, Andreas, was hast du denn für eine schlechte Terrasse? Die sieht ja furchtbar aus. Ja, die war auch furchtbar. 11 Jahre hat es gehalten. Jetzt haben wir wieder das gleiche Holz genommen. Wird wieder 11 Jahre halten. Egal, so macht das der Rasenfreak. Aber es ist wieder schön. Yeah! Dann holen wir jetzt mal das Baby raus. Yeah! Ich gehe jetzt, glaube ich, wieder erstmal einmal außen rum. Dann sehe ich die Kontur wieder nicht. Ich hoffe jetzt, dass ich durch den Groomer diese wahnsinnig vielen Birkenblüten, ja, was sind das? Würmer hier. Diese Würmer alle aufgesammelt kriegen. Ja, funktioniert natürlich nicht. Schade. Noch weiter runter will ich den Groomer nicht stellen. Der funktioniert nicht gut. Na. Mist. Ja, der Groomer ist auch zu hoch eingestellt. Egal. Schöne Organik. Habe ich jetzt nicht gedacht. Oh, viel zu lange gewartet. Ach, das ist so ein Mist, ey. Ist der so hoch eingestellt, der Groomer? Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Eigentlich will ich nicht viel tiefer. Groomer. Na, checken wir mal. Nicht schlecht. Nee, gerade. Oh, was ist denn das für ein Geier hier? Gnadenlos wieder wie ein Drittelregel verletzt.
Hier wird zwar mal rübergehen jedes Mal. Zeit habe ich aber gar nicht. Zeit habe ich überhaupt nicht. Sehr schön. Junge, Junge, Junge. Zu lange gewartet. Viel zu viel Rasenschnitt. Richtig gewachsen. Lieber öfters und wenig als selten und viel abschneiden. Das findet das Gras nicht gut. Selten mähen, dann zu viel Blattmasse abschneiden. Schlecht. Na, lieber Rasenfuchs, was sagt ihr? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Thank you.
zum Überallfix. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.